Und schau nach vorne. Ja, ich sitze hier jetzt gerade mit Peter. Moin. Ja, meinem sozusagen Kite-Lehrer. Wir waren immer zusammen draußen und wir haben auch diesen Kite-Schein zusammen gemacht. Dem Mann meines Vertrauens. ja, und ich habe gedacht, ich hole ihn mal an meine Seite, weil ich glaube, er kann am besten erklären, was wir genau gemacht haben in den einzelnen Tagen. Erstmal ganz kurz so ein bisschen zu Zahlen und Fakten. Bezahlt habe ich 269 €. 269 Euro für? Für 3 Tage Unterricht hier, inklusive dem Kiteschein. Kiteschein, genau. Und was kann man mit dem Kiteschein? Kiteschein ist hier zum einen mal, dass du, wenn du woanders hingehst, belegen kannst, dass du eben fahren kannst. Gibt es Gebiete, wo das eben so ist. Die andere Geschichte hast du, wenn du per andere Kite-Stationen hingehst, entsprechend dann auch Material ausleihen darfst. Sagen kannst, guck mal, das kann ich. Mhm. Und die Geschichte ist natürlich, wenn irgendwo mal sicherheitstechnisch irgendwas passieren sollte, was nie sein soll, weil haben wir ja richtig gelernt, da hast du auf jeden Fall den Beleg hier dann vorm Gesetzgeber, dass du diese ganzen Vorfallsregeln und die Sicherheitsgeschichten gelernt hast mit diesem Schein. Ja, genau. Und vor allem auch bei mir, weil ich ja viel auf Reisen bin und so, und dann kann ich mir halt überall die Sachen wie Equipment ausleihen, was sehr gut ist. Und dann, wie ist der Kurs ausgebaut? Also kannst du ja sagen, was wir am ersten Tag gemacht haben, am dritten? Erster Tag bauen wir so auf quasi, haben wir die ja auch gemacht entsprechend, dass wir den Kite erstmal aufbauen einmal, uns das anschauen, die ganzen Teile kennenlernen. Dass wir entsprechend die Sicherheitssysteme kennenlernen, das Windfenster, wo unser Kite fliegt eben, dass wir es dann auch umsetzen können. Erklärt ein bisschen, was wir auf dem Wasser dann machen. Und wenn die ganzen Sicherheitsgeschichten soweit bekannt sind, dann kommt der Punkt, wo wir dann aufs Wasser rausgehen und da dann entsprechend mit dir dann geübt haben, was man eben vorher erklärt hat. Und sagt, okay, ich kann den Schirm da oben jetzt entsprechend fliegen, hin und her, wieder aus dem Wasser rausstarten. Mhm. Ich kann auch im Wasser meine Sicherheitssysteme benutzen. Ja, ganz wichtig. Und dann haben wir uns ein bisschen erstmal noch hinterherziehen lassen, dass wir ein bisschen Spaß im Wasser auch haben. Eins raus. Jetzt hast du, schau mal, wo deine Bar ist. Die ist ganz unten. Deine Bar ist ganz runtergezogen gewesen, komplett angebaut. Und deswegen ist der jetzt abgehoben und sofort in diesen Backstall reingegangen, in den Kontinent. Nein, das war jetzt gut gedenkt, aber dann angezogen. Ist soweit. Und links, links, rechts, 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 rechts. Das war jetzt von ganz unten nach ganz oben. Dazwischen gibt's was. Am Tag 1 war das dann genau alles, ne? Genau. Der war auch relativ lang. Also waren wir erst auf dem Land und dann im Wasser. Genau, waren wir insgesamt ungefähr 5 Stunden draußen. Mhm. Am zweiten Tag sind wir auch wieder rausgegangen, haben wir mit dir eben das vom Vortag nochmal kurz wiederholt. Auch vorher nochmal ein bisschen Theorie eben an Land durchgegangen. Ja. Und dann haben wir auf dem Wasser entsprechend den Wasserstart mit dir geübt. Mhm. Das nur mit der komplexeste Part ist, weil man halt den Schirm oben lenken muss und aufstehen. Ja. Da haben wir auch ein bisschen dran gekämpft. Ja, immer noch so ein bisschen. Ja, ich sag nichts, denn dritter Start hat das erste Mal schon geklappt. Das entsprechend wird fleißig geübt, dass dann eben aufs Brett eben geht und dass man dann eben so die ersten 50 Meter dann hinkriegt zum Fahren. Ja. Jo, dann haben wir noch Tag 3, wo wir dann öfter nochmal aufs Wasser gehen, das Ganze nochmal üben. Tiefen. Alright, jetzt brauche ich nur noch eine Weste und Schuhe und dann bin ich eigentlich auch schon ready to go, oder wir sind ready to go. Schon zu fahrhaft. Wollen wir schon
Nee, Partner. Lauf mal rechts, hat man gesagt. Schau einfach übers Brett nach vorne. Jawohl. Und jetzt da. Ich glaube, jetzt geht's. Hey, anpowern. Links, langs, rechts lenken. Gut. Und auf den vorderen linken Fuß schauen, ja? Und. Und vor allem aber dann unseren Theoriepart eben durchgehen. Ja. Wo man sagen wirklich, wo man die Vorfahrtsregeln kennenlernt, Sicherheitsregeln, was eben zu beachten ist, ja, auf was man materialtechnisch achten sollte, was man kennen sollte, was man wissen sollte, wird da alles nochmal durchgegangen. Und am Schluss hast du eine kleine Prüfung zum Schreiben, wo eben angekreuzt wird. Ja. Die schafft man, wenn man ein bisschen aufgepasst hat. War ja kein Problem für dich. Und danach kann man die Lizenz eben ausstellen, je nachdem, wie gut du eben bist, wird dann entsprechend erstmal der Theorie-Level drauf gemacht und dann entsprechend auch hier nach Können eben dieses Level-System eben aufgesetzt. Ja. Das heißt, bei dir sind wir jetzt bei Level 3, so die ersten 50 gefahrenen Meter. Mhm. Level 2 wäre dann, dass man sich seitlich eben zum Brett eben hinziehen lassen kann wieder. Drehen. Level 4 ist dann so auf der Höhe bleiben, auf derselben Höhe wieder zurückkommen und Wände machen und Level 5 gegen den Wind und springen, das machen wir dann nächste Woche. Ja, freiwillig oder unfreiwillig, das ist die Frage. Genau, ich habe jetzt halt diesen Kalkkurs fertig und jetzt gehe ich ins begleitende Fahren oder wir machen halt noch Einzelstunden, je nachdem. Einzelstunden begleitendes Fahren hier. Beim begleitenden Fahren bist du allein draußen, wir schauen noch ein bisschen auf dich und wenn was ist, dann kommen wir auch nochmal vorbei und geben nochmal einen Tipp, ist kein Problem. Ja. Oder du sagst, kommt irgendwas, geht gar nicht, kommst du dann bei uns rein und dann, Peter, geht nicht, was mache ich falsch? Ja, genau. Peter hat übrigens auch eine Kite-Schule in Brasilien. Ich packe euch den Link zur Webseite und von Instagram unten in die Infobox mit rein. Könnt ihr auf jeden Fall mal anschauen. Wann kommst du? Ja, genau. Ja, hab ich auch schon, dann habe ich auch schon überlegt. Ja, auf jeden Fall. Erstmal muss ich jetzt ja schauen, dass ich irgendwie eine Wohnung kriege, wie es weitergeht, bla bla. Aber Brasilien steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Kiten in Brasilien. Aber erstmal Kiten auf Fehmarn. Ja gut, ich glaube, das war es erstmal schon. Ich glaube, erstmal die ersten Fragen sind beantwortet oder die Fragen zu dem Kurs. Genau, und dann nächstes Mal mache ich ein Video, wo es dann weitergeht. Das ist jetzt der Anfang und dann kommt ein Video, wie es jetzt ist und wie es dann weitergeht. Und sie wollen dich springen sehen. Springen sehen, ja. Ja, okay. Vielen Dank. Jo. Dankeschön. Und tschüss. Ciao.